Vishnu Asana. Vishnu Asana ist eine Gleichgewichtsstellung, auch eine Zehenspitzenstellung. Ausgangsposition ist erstmal die Hockstellung. Von hier bringe die Füße etwa 20 cm weiter auseinander oder so, wie es angenehm ist. Die Fußsohlen zeigen zueinander und die Knie gehen nach außen. Von hier hebst du die Arme hoch und gibst die Handflächen hoch zum Himmel. Das ist Vishnu Asana, die Stellung, in der du dich öffnest für die Kraft von Vishnu. Oder man sagt manchmal auch, es ist die Beine machen einen Lotus und der Vishnu sitzt in einem Lotus. Es gibt auch eine fortgeschrittene Form von Vishnu Asana, in der gibst du die Fußsohlen ganz zusammen und die Fersen berühren sich und die Handhaltung ist die gleiche. Dies ist aber etwas anstrengender fürs Gleichgewicht. Probiere es ruhig aus. Wenn es dir gelingt, schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir das gefällt, dann klicke jetzt auf Daumen hoch oder gefällt mir oder teile die Sendung mit anderen. Weil dies die letzte Asana war, die wir heute drehen an einem langen Drehtag. Es sind jetzt fast 7 Stunden, wo ich vor der Kamera bin und 4,5 Stunden oder über 4 Stunden, dass Raffaela vor der Kamera ist. Und Eduard, der fast 7 Stunden oder 6,5 Stunden, hat auch fast 7 Stunden hinter der Kamera ist, wollen wir zum Abschluss Om singen und danach ein Segensmantra für deine Yoga-Praxis. Vorher noch ein paar Hinweise. Dieses Video ist Teil des großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikons, zu finden auf www.yoga-vidya.de und auf wiki.yoga-vidya.de. Etwa 5500 Asana-Videos über diese ganzen Asanas findest du auf dem Yoga-Vidya-Übungskanal. Vermutlich oder eigentlich ziemlich sicher ist das das umfangreichste Asana-Lexikon weltweit. Es gibt etwa über 2000 Videos mit deutschsprachigen Asanas und über 3000 Videos mit Sanskrit-Bezeichnungen für Asanas aus verschiedenen Quellen. Alles im Yoga-Vidya-Übungskanal, mein.yoga-vidya.de und auf wiki.yoga-vidya.de findest du auch die Quellen und noch mehr Informationen. Heute habe ich besonders Asanas gedreht, die man findet im Buch Encyclopedia of Traditional Asanas von Dr. Manohar Lakshman Garote vom Lonavala Yoga Institute. Und wir können Dr. Garote dankbar sein, dass er 40 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, alle Texte zu durchwühlen nach Bezeichnungen von Asanas, dann dazu Fotos, nämlich Fotos, sondern Zeichnungen gemacht hat und diese erwähnt hat zusammen mit Quellenangabe. So greife ich relativ massiv mindestens für 600 dieser 5500 Videos auf Garotes jahrzehntelange Arbeit zurück. Leider ist das Buch nicht ganz so einfach zu bekommen, aber mit etwas Internetrecherche kriegst du es schon. Im letzten Monat war es auf Amazon nicht zu haben, aber wenn man das Buch eingibt, Encyclopedia of Traditional Asanas in eine Suchmaschine und etwas Geduld hindurchblättert, wirst du eigentlich in 10 Minuten fündig und musst es dann nur noch bestellen. Ja, also meine Dankbarkeit für Garote, aber auch meine Dankbarkeit an Raffaela, die diese Asanas jetzt vorgemacht hat, an Eduard, der hinter der Kamera ist und danke auch an Sibylle und Mirabai, die die ganzen Drehtermine koordinieren. Danke an die inzwischen über 20 bis 30 andere Asana-Übende. Wir machen das ja schon seit einer Weile. Morgen wird vermutlich der letzte Drehtermin des Asana-Lexikons sein. Aber es wird immer wieder neue Videos von Yoga Vidya geben. Vielleicht mal wieder mehr mit ganzen
ja, mit ganzen Yogastunden oder kurzen Yogastunden oder Übungssequenzen. Danke auch denen, die die Texte dann transkribieren. Da werden vermutlich wieder 20 bis 30 Menschen mit beschäftigt sein. Danke an unser Wiki-Team, welches dann diese Texte mit Videos und Fotos zusammenführt und das Ganze systematisiert. Danke ans Tanvidya-Team, welche diese Videos hochlädt und teilweise noch bearbeitet, teilweise mit Schlagwörtern versetzt, Texte, Kategorien und so weiter. Danke an diejenigen, die die Videos auch schneiden. Manche werden unbearbeitet ins Internet gestellt, manche müssen aber beschnitten, verbessert in der Sound- und Videoqualität werden. Danke an Social Media Team, die das in Blog und Facebook und andere Seiten veröffentlicht. Wenn man es zusammenzählt, sind vermutlich 60 bis 80 Menschen daran beteiligt, dass dieses Asana-Lexikon entstehen kann und du es gänzlich kostenlos bekommen kannst. Ja, und wenn du mehr davon lernen willst, dann gehe eben auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und besuche vielleicht auch eine Yogalehrerausbildung, Yogalehrerweiterbildung, Asana-Intensiv. Und wenn du zu Yoga Vidya Bad Meinberg kommst und vielleicht an einer fortgeschrittenen Yogastunde teilnimmst, vielleicht hast du dann auch das Glück, Raffaela als deine Yogalehrerin mal erfahren zu können. Und so wollen wir jetzt zum Abschluss dreimal OM singen und dir alles Gute wünschen für deine Yoga-Praxis. OM 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 Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Vishnadevananda Maharaj Ki Jai. Danke dir, danke dir. Und du drehst morgen? Ich schalte.